seit meiner Jugend und er hat sich verändert, aber im Guten. Danke, danke. Altersmilde. Ein Weihnachtsgeschenk. Im Urlaub nach Südkorea, sind das so die Entfernungen, die bei Ihnen der Urlaub erst anfängt? Nee, ich kann mich auch in Dresden oder in Berlin sehr gut entspannen, aber in der Tat, es gibt bei uns zwischen mir und meinem Mann einen kleinen Disput. Er findet, Europa ist klasse, alles, was man sucht, gibt es auch in Europa. Währenddessen ich gern in die Ferne schweife. Ich erinnere mich, wir waren in Peru unterwegs und dann am Titicacasee auf so einer Insel, also Insel der Sonne, gegenüber Insel des Mondes, und man schaut da abends auf den See und er sagt so, naja, so wie am Gardasee, das hätten wir doch in Europa haben können. Und wie reagiert man in so einem Moment? Ach, das war nur lustig, weil wir haben in unserer Ehe da einen historischen Kompromiss geschlossen. Es gibt nur jedes zweite und jedes dritte Jahr eine Fernreise. Frau Kipping, weil wir vorhin über die Bühne gesprochen haben, auf die Sie ungern gehen, um zu performen, aber reden geht. Ich glaube, wir müssen Ihnen ein Mikro in die Hand drücken, weil Ihr Mikro rasselt so ein bisschen. Entschuldigung. Geht's jetzt? Das war's schon? Ja. Wunderbar. Die Bluse war drüber. Relativ leicht gewesen. Und Sie sagen, Sie haben die Töne nicht getroffen, aber mit Musik können Sie eine Menge anfangen, weil Sie sind ja auch erblich vorbelastet. Ja, meine Mutter ist Musiklehrerin und sie hat mir wirklich die Freude fürs Singen mitgegeben. Aber bei der Fähigkeit, die richtigen Töne zu treffen, das war offensichtlich nicht nachhaltig genug. Also zumindest nicht, um in Südkorea in einer Karaoke-Zimmer zu bestehen. Ja. Ist das überhaupt ein nettes Land für einen Urlaub? Ich bin da eher durch Zufall drauf gekommen, weil ich ja bekanntermaßen Anhängerin des Grundeinkommens bin und da gibt es eine weltweite Bewegung. Und die haben mich eingeladen und dann habe ich mich einfach mal in einem Reiseführer mit diesem Land beschäftigt und dann stand drin, dass das total kinderlieb ist und unglaublich sicher. Und dann dachte ich, ja, wenn du jetzt schon hinfliegst und so lange weg bist, dann hängst du danach einen Familienurlaub dran. Und es war wirklich sehr beeindruckend. Man hört es nicht, aber Sie kommen aus Dresden. Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich finde, man hört es, aber... Naja, ich höre es nicht, sagen wir mal so. Und haben Sie die Semper, sind Sie mit der Semperoper aufgewachsen? Sind Sie damit dank Ihrer Mama da oft gewesen? Also ich bin auch in der Nähe vom Zwinger groß geworden. Und meine Mutter als Musiklehrerin hatte für jede Opernaufführung so für 3 Mark damals so Stehplätze, wo man wirklich hinten im letzten Rang steht, eigentlich nichts sieht. Aber manchmal konnte man sich dann so auf die Holztreppe setzen. Und die hat sie immer ihren Schülern angeboten. Und manchmal sind Schüler kurzfristig abgesprungen oder sie hat das nicht losbekommen. Und dann ging das halt so in der Familie rum. Dann haben wir die Karten abgekauft. Insofern war ich schon in ganz jungen Jahren da immer natürlich auf der... Machen Sie das weiter, in die Oper zu gehen? Wenn ich mal einen Abend frei bekomme und ich denke, na, eigentlich willst du den zu Hause mit Kind verbringen, dann gehen wir ab und zu in die Oper. Aber das kommt jetzt so, wenn wir Glück haben, 2-mal im Jahr vor. Und stimmt es, dass sie La Bohème zu Tränen rühren kann? Puccinis La Bohème? Ja, das haben mir Freunde, haben mir das geschenkt zur Hochzeit, dass wir gemeinsam in die Oper gehen. Aber schon länger her, die Hochzeit, und, oder? Ja, 5 Jahre. Mhm. Und also ehe wir das dann in Termin gefunden hatten, wo wir alle konnten und so, da war es auch noch mal ein Jahr ins Land gegangen, aber dann waren wir halt, und dann war diese Schlussarie, wo sie stirbt und dieses Ganze, und das, ich merkte auf einmal, es ist wie in einem kitschigen Film, sonst war ich ja nur ein kitschigen Film, auf einmal liefen mir dort die Tränen und ich dachte, Mensch, das ist schon, das war ein sehr, finde, da kann Kunst was bewirken. Ich finde, La Bohème ist ein wunderbarer Grund zu weinen, ja. Vor allem, wenn die Aufführung gut ist. Das war in Dresden? Das war in der Dresdner Semperoper. Sie sagen, wenn Sie die Zeit finden, nun heißt das, dass Sie sehr strikt darauf Wert legen, dass Sie nicht zu viel arbeiten und auch gerne um 16 Uhr aufhören. Und überhaupt nicht nur für das bedingungslose Grundeinkommen sind, sondern für die 20-Stunden-Woche. Also um das kurz zu erklären, natürlich ist es, wenn Sitzungswoche ist oder eine Sitzung, Parteivorstand oder ein Wahlabend ist, kann ich nicht sagen, ich mache 16 Uhr Schluss. Aber als ich Parteivorsitzende wurde, war meine Tochter 7 Monate. Wir hatten so einen Stillrhythmus von 4 bis 5 Stunden. Und natürlich haben alle sofort gefragt, was man junge Väter nie fragen wird. Oh Gott, müssen wir jetzt das Jugendamt benachrichtigen? Was passiert jetzt mit dem Kind? Werden Sie denn noch Zeit dafür haben? Und ich habe für mich da... Wer fragt sowas? Journalisten fragen sowas, aber auch Parteimitglieder, Leute, mit denen man sonst ins Gespräch kommt. Und ich habe für mich von Anfang an entschieden,
ich werde nicht anfangen, mich zu entschuldigen, weil für mich war da sehr lehrreich ein Interview, was ich mal mit Frau von der Leyen gelesen habe, weil die fragte meine Mama, haben Sie denn noch genügend Zeit für Ihre Kinder? Wenn sie sagte, ja, ich gebe mir Mühe. Aha, Sie sind also als Ministerin nur selten im Amt. Also sie konnte sich immer nur entscheiden, dazwischen als Rabenmutter zu gelten oder als faule Ministerin zu sein. Und ich habe gesagt, nee, das geht nicht, dass wir Frauen, die sozusagen Familienarbeit wahrnehmen und eine sozusagen Führungsverantwortung wahrnehmen, uns immer entschuldigen müssen. Ich würde gerne den Spieß umdrehen. Ich finde, dass diejenigen, die in Spitzenämtern sind und nichts anderes mehr kennen als zum Beispiel Politik, die wirklich 24 Stunden lang nur Politik machen, dass die sich entschuldigen müssen und nicht ich mich dafür entschuldigen muss, wenn ich sage, ich will auch Zeit für meine Tochter. Ist das nur auf Politiker bezogen? Ist diese 20-Stunden-Woche, die Sie erstrebenswert finden, etwas, was Sie Politikern empfehlen würden, egal ob Mann oder Frau, insbesondere wenn Sie kleine Kinder haben? Oder ist das etwas, von dem Sie sagen würden, das täte den meisten Menschen in den Berufen gut? Das ist für alle. Also mein Leitbild geht auch ein bisschen weiter. Ne? Ich bin eine Anhängerin der 4-in-1-Perspektive, was halt sagt, was war das für eine 4-in-1-Perspektive, das heißt, dass im Leben von Frauen und Männern gleichermaßen Raum sein muss für Erwerbsarbeit, für Familienarbeit, aber auch um sich gesellschaftlich oder politisch einzumischen und auch Zeit für sich selber zu haben. Also ich muss sagen, ich selber bin sehr weit weg von einer 20-Stunden-Woche. Ich kann mir zwar mal einreden, bei mir kommt politisches Engagement und Erwerbsarbeit zusammen. Und manchmal ist es so inspirierend, die Arbeit, dass es auch ein bisschen was von Weiterbildung hat, so dass ich mir dann meine 60-Stunden-Woche schönrede. Aber generell kämpfe ich gesellschaftlich dafür, dass es eine Arbeitszeitverkürzung gibt. Und das sollte aber mit einer Sache einhergehen, dass wir die Tätigkeiten anders umverteilen, auch zwischen den Geschlechtern. Aber Frau Kippe, darf ich Ihnen eine etwas bösere Frage stellen? Na, ja? Sie haben jetzt dreimal, gar nicht. Sie haben schon dreimal oder viermal gesagt, Sie sind für das bedingungslose Grundeinkommen. Sie halten die 20-Stunden-Woche für erstrebenswert. Ich weiß von Ihnen, dass Sie die besonders gut verdienen, stärker noch besteuern wollten. Können Sie sich vorstellen, dass vielleicht jetzt gerade Leute vom Bildschirm sitzen, die wirklich 50, 60 Stunden ackern müssen, damit sie ihren Betrieb auf Vordermann halten, die uns jetzt zuhören und sagen, und wir sollen das alles bezahlen? Ja, die sollen das ja gerade. Also klein- und mittelständische, also Leute, die ein mittleres Einkommen haben, werden ja nach unserem Modell entlastet. Und wenn wir die Tätigkeiten umverteilen, das ist jetzt nicht was, was eine Person alleine bezahlen muss. Denn da steht ja eine ganz andere Vorstellung. Es ist doch schlimm, dass Leute, also was wir in der Gesellschaft doch haben, ist, dass die einen gestresst sind, weil sie, zum Beispiel wer in Pflegeeinrichtungen arbeitet, Überstunden machen müssen, verdichtet arbeiten müssen und ungeplant einspringen müssen, weil der Dienstplan zur Makulatur wird. Und eine Gegenseite haben wir Langzeiterwerbslose, die auch gestresst sind, weil sie sich ein ums andere mal erfolglos bewerben. Also es geht natürlich auch darum, die Tätigkeiten, die man hat, anders umzuverteilen. Mhm. Genauso wie ich es eine Tragödie finde, wenn ich das noch ausführen darf, dass einerseits irgendwie Männer in Führungspositionen so viel um die Ohren haben, dass sie kaum noch Zeit für die wunderschöne Familienarbeit haben, während das im Gegenzug Leute, die sich dann sozusagen eher für die Familienarbeit entscheiden müssen, quasi nicht mehr ein Standbein in der Erwerbsarbeitswelt haben. Heißt das umgekehrt, also an die Männer hier in der Runde, dass sie ihre Selbstentfaltung, ihre Selbstverwirklichung im künstlerischen Beruf oder im medizinischen vor allen Dingen deswegen machen konnten, weil ihre Frauen die Aufgabe mit den Kindern übernommen haben? Das ist so, also meine Frau wird sagen, du konntest deine Karriere ja nur machen, weil ich dir da den Rücken freigehalten halte mit den Kindern. So, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, dann sage ich zu ihr, du konntest das mit den Kindern und dem Haus und dem Reiten und dem Fotokurs und diesen ganzen anderen Sachen ja nur machen, weil der Mann in der gearbeitet hat. Also das ist ja immer so eine Geschichte, das kann man so und so sehen, je nachdem, wie gut die Stimmung ist und so. ich bin natürlich auch fürs bedingungslose Grundeinkommen, aber ich bin dafür, dass es richtig hoch angesetzt wird. Wie hoch wird es denn ab? 20.000 steuerfrei. Im Monat? Ja, natürlich im Monat. Liegen Sie geringfügig drunter oder dann sagen, erstrebenswert? 20-Stunden-Woche bei 20.000. Nee, also das, was wir als untere Grenze nehmen, ist 1.050. Aber nochmal, das, was Sie beschrieben haben, das geht ja auch überhaupt nicht darum, Leuten einen Vorwurf zu machen, weil sie das für sich irgendwie organisieren. Ich würde nur sagen,
die Familienarbeit und die Zeit mit Kindern, das ist so was Schönes, das darf man auch den Vätern nicht vorenthalten, indem man sie allein verpflichtet, sozusagen nur für das Einkommen zu sorgen. Also ich möchte das wirklich nichts dagegen sagen, ich möchte nur aber einen Aspekt beitragen noch on top of it. Es ist so, dass ich bin mit einer Band unterwegs, ja, ein paar klassische Musiker und so, und die haben dann 2 Kinder, 3 Kinder und so, oder noch schlimmer, 2 Buben. Ja, und kann ich nicht mitreden, habe nur eine Tochter. Und es ist so, dass wenn wir auf Tour gehen, dann schlafen die sich immer aus und die kommen komplett gestresst von zu Hause, ja, von der wunderschönen Familienarbeit. Und wenn die mit mir auf Tour sind, merke ich eigentlich, dass sich die immer ausschlafen. Da kommen sie vernünftig ins Bett, können durchschlafen im Hotel, bekommen am nächsten Morgen das Frühstück perfekt hingestellt und niemand macht das Bett. Und ich habe immer den Verdacht, dass die Burschen bei mir, wenn sie mit mir auf Tour sind, Urlaub machen. sodass es mit der Familienarbeit, mit der schönen, bin mir nicht so sicher. Man muss es mit Urlaub kombinieren. Das kenne ich auch von Giovanni. Du hast auch immer gerne noch eine Nacht hier geschlafen, weil du dann so ein bisschen entspannen konntest. Auch schlafen. Ja, okay, das ist gut. Frau Kipping, ich habe gehört, manchmal erlauben Sie sich ganz Unerhörtes, dann lassen Sie sich einfach mal gehen und sagen, die tollste Entspannungsübung für mich ist eine Ohrmassage. Was? Wie geht das? ich mache keine Ohrmassagen, aber ich habe das irgendwann mal gehört, dass wenn man total müde ist und in der Tat, dass meine Tochter klein war und die Nächte sehr kurze Schlafphasen hatten. Müssen Sie sich nicht entschuldigen, ich kenne diesen Zustand als Dauerzustand. Also, da habe ich auf diesen Trick zurückgegriffen, wenn man schnell wach werden muss, du musst ganz heftig die Ohren massieren und so, dass es weh tut. Ehrlich? Ja. Wollen Sie das jetzt mal ausprobieren? Ja. Ist ja schon spät am Abend. So, aua! Ja, das war schon das klar. Der Sauerstoff muss rein in den Kopf kommen. Ja. Ja. Ich glaube, aber jetzt sind wir los. Ich wollte schon immer mal, dass mir eine Politikerin der Linken die Ohren einzieht. Katja Kipping erfahren möchte und lesen möchte, da sei der Hinweis erlaubt, sie hat gerade ein Buch geschrieben. Wer flüchtet schon freiwillig? Wenn wir nicht 3 nach 9 wären, sondern eine andere politische Talkshow, von der Sie vorhin geredet haben, wo manchmal breitbeinige Männer sitzen und Moderatorinnen, die einem das Wort abdrehen, dann würde ich Sie fragen, wollen Sie eigentlich, dass jeder erstmal hierher kommen kann, der in Not ist? Das sparen wir uns für die nächste Sendung auf. Vielen, vielen Dank, dass Sie hergekommen sind.